Ich stehe hier vor der Statue von Ulrich Zwingli, der große Reformer, der uns in Europa frei gemacht hat, viel mehr Freiheit gegeben hat, als wir vorher hatten. Und genau das Gleiche möchte ich heute für Sie tun. Ich möchte Sie von den Aktien-Research-Berichten befreien. Ich zeige nämlich, wie ich einen Fehler gefunden habe bei unserer eigenen Aktienanalyse. Und zwar mit den gleichen Informationen, die auch Sie haben. Ich habe die Top-10-Liste angeschaut, der Sound Incentives Companies in Europa und zuoberst das Unternehmen CNH international gesehen, ein Agrikulturunternehmen. Also etwas, das mir sicher viel Sinn macht, viel Spaß macht zu investieren. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist es möglich, dass diese Ränge von CNH international so gut sind? Und ich bin in die Details gegangen und habe festgestellt, dass der Leverage-Rang, also die Verschuldung, extrem schlecht ist. Das heißt, sie haben eine sehr hohe Verschuldung. Da habe ich mich gefragt, wie ist es möglich, dass dann der Gesamtrang immer noch so hoch ist? Und ich habe gedacht, ich muss mir das genauer anschauen. Nun ist CNH International auch an der Nasdaq kotiert. Und das gibt mir eine Möglichkeit, sehr gut zu überprüfen, wie gut die Ränge bei Obermatt wohl sind. Denn Nasdaq publiziert eine Guru-Analyse. Sie haben die 10, 12 wichtigsten Gurus genommen. Und bei jedem, genau wie bei Obermatt, mit einem Rang von 1 bis 100 gezeigt, wie gut die Bedingungen dieser Gurus erfüllt sind. Es beginnt mit Peter Lynch, es geht weiter zu Benjamin Graham, aber sogar O. Slonesi ist aufgeführt, jemand, der für uns sehr wichtig ist. Nun ganz spannend, wenn man bei Graham ins Detail geht, dann sieht man wirklich ziemlich genau die Ränge, die auch Obermatt verwendet. Es gibt Ränge für Sicherheit, es gibt Ränge für Wachstum und es gibt Ränge für Value, also wie viel man dafür bezahlt. Und wie ich hier sehe, Benjamin Graham erfüllt, die Benjamin Graham Kriterien sind bei dieser Aktie nicht erfüllt, weitgehend nicht erfüllt. Und da frage ich mich, was da wohl anders ist. Nun, für mich ist es ganz klar, ich muss zurückgehen und ich muss unsere Zahlen anschauen und herausfinden, ob wir dort irgendwo einen falschen Datenpunkt haben oder vielleicht sogar einen falschen Algorithmus haben. Ich werde das korrigieren, aber für Sie gibt es eine ganz andere Lektion, nämlich, dass Sie nur dann investieren, wenn Sie auch den Zahlen glauben können. Bestätigen Sie also die Resultate, die Sie bei uns finden oder auch bei irgendeiner anderen Analyse immer mit weiteren Kennzahlen, die ähnliche Resultate haben sollten. Und wenn es nicht stimmt, bleiben Sie vorsichtig, warten Sie, bis Sie eine Aktie finden, wo wieder alles stimmt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren.